Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren gemütlichen Lagerfeuer-Romantik-Geschichte. Die jungen Männer sitzen ja immer noch da und erzählen sich eine Geschichte. Wir sind mittendrin und sind den komischen Gehörnten auf der Spur. Keine Ahnung, was die wollen, was die machen und warum sie das junge Mädchen Margaret mitgenommen haben. Ich kann es nur vermuten und es wird wahrscheinlich irgendein Ritual sein oder so, aber nichts Genaues weiß man. Was passiert am besten in das Ma- Was? Stand da? Was passiert? Nee. Was passt am besten in das Löwenmaul? Ja, entweder ein Stück Fleisch oder wir brauchen einen Ring. Okay, da müssen wir was drunter packen. Oh, Moment, da war noch was. Das schon mal mitnehmen, ja. Ja gut, das reicht. Dankeschön. Oh. Da liegt noch eine Scherbe. Huch! Oh, voll ins Gesicht gesabbert. Ja, ich kann nicht durch das Haupttor, das, danke, da bin ich voll bei dir. Kann ich da ran? Oh, komm schon, du könntest doch so eine kleine Schlinge machen. Schade, das funktioniert nicht. Wir haben natürlich den Enterhaken weggeworfen. So, die Schaufel hängt hinter den Speichen fest. Was könnte man denn da machen? Das Rad vielleicht zur Seite nehmen. Hier kann ich gar nichts machen. Nee, da haben wir das Löwenmaul. Moment, hier leuchtet's, ne? Was? Ein Zollstock. Mal erstmal ausklappen. So. Oh, ich dachte schon, der Hund kommt nochmal. Warte, ja. War doch nicht so schnell. Und wir haben den Löwenring. Warum funktioniert der Mechanismus nicht? Autsch. Gut, dass wir ein Ersatzteil haben. Going on here. Boah, was geht denn hier vor? Was geht denn hier vor? Sich. Ich habe vergessen, sich zu sagen. Egal. Unverständliche Wort. Das finde ich so cool. We have a special guest tonight. Margaret Palmer. She'll have a chance to survive, just like each of you did. Let's see what you can do when you become the victim, Margaret. Open the gate. Let the hunt begin. And Margaret's only chance to survive. I better find her before they do. Okay, also Margaret ist diesmal das Opfer. Ich weiß nicht, worauf sich das diesmal bezog, ob Margaret selber andere Leute zu Opfern gemacht hat. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir auch den Vater gesehen. Und eine Wasserschüssel ist ja mal nett. Ich wusste, es war ein Fehler, meine Mitgliedschaft im Fitnessstudio zu kündigen. Siehst du, und deswegen habe ich noch nie einen Vertrag da abgeschlossen, weil man da eh nie wieder hingeht. Aber ich muss sagen, mir kommt das sehr bekannt vor, das Spiel. Mit dem Futter kann ich den Hund ablenken. Bin mir aber sicher, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es ja erst gekauft. Nutze das Diagramm als Hinweis. Okay. Diagramm. Oh. Muss die passenden Sprungfedern finden, ab Brustmahlzeit. Okay, die geht von alleine daran, da bin ich ja schon mal froh. Ja, einen noch wegnehmen. Ja, manchmal so. Nee, ist aber nicht.
Das ist abgeschlossen. Gibt's denn hier irgendwo einen kleinen Schlüssel? Dabei ist gar nicht so viel auf dem Tisch, aber ich finde, wenn so wenig da ist, ist es fast schwieriger zu suchen. Oh, mir müsste doch noch was drin sein. Ist leider nicht. Also wir brauchen noch eine Sprungfeder, die wird da hier drin sein. Kann ich das aufmachen? Nee. Okay, wo ist denn hier mein Schlüssel? Oh. Brauche die richtige Kombination. Das wäre gut. Tja. Woher nehmen? Die ist bestimmt hier drin. Aber ich sehe den Schlüssel nicht. Nee. Okay, ich muss mal einen Tipp nehmen. Oh mein Gott. Ich denke Silber. So. Nutze das Diagramm als Hinweis. Oh, 2601. Ach, beide kann man aufmachen. Allein jetzt müssen wir die ganzen goldenen Sachen suchen. Ich bin schon gewundert, dass hier noch so viel rumliegt. Okay, die haben wir eingesetzt. Jetzt brauchen wir noch Schrauben und den Schraubenzieher. Dreher. Ja. Ich brauche erst die Schrauben. Ja, hier sind nur Flügelschrauben. Ah, hier ist eine. Und hier. Und dann nehmen wir mal den. Und wir haben einen Ring. Ein Siegelring. Okay. Damit kann man doch bestimmt irgendeine wertvolle Schatulle oder so aufmachen. So, dafür braucht man Hebel. Ein Wagenheber, wie praktisch. Können wir den hier reinmachen? Nee, können wir nicht. Ach so, weil die Kurbel fehlt. Na toll, hier ist auch wirklich alles kaputt. Können wir mal am Brunnen gucken. Tja, die wird uns nicht so einfach. Der Fisch sieht aus, als hätte er den Überblick verloren. Oh nein. Ja. Oh, eine Schlange. Es könnte gefährlich werden. Oh, warte mal, hier haben wir doch den Siegelring. Kästchen. Und was haben wir hier? Ein Rohr. Mit dem Rohr. Nee. Können wir nicht. Aber wir können noch mal zurückgehen. Und versuchen, das hier hochzuheben. Und es funktioniert. Ah, Krabben. So, dann haben wir ein Netz. Erstmal für die Schlange nämlich. Also vermute ich mal. Ich weiß es natürlich nicht. Nee. Falsch gedacht. Den Hund können wir auch nicht einfangen. Wagenheber, Schlaftablett. Ach, das Hundefutter. Natürlich, das versetzen wir einfach mal mit Schlaftabletten. Ja gut, das hat jetzt keinen Sinn. Oh, eine Kurbel. Wie praktisch. Und ein Seil.
Gehen wir mal schnell wieder weg hier. So, da kommt Hundefutter rein. Das Zahnrad. Wozu braucht man das eigentlich? Und ach, hier stand das Hundefutter. Klar. Nee, ich brauche erst einen Dosenöffner. Ja gut, den müssen wir erstmal suchen. Aber Zahnrad. Ich gehe nochmal zum Tor ganz kurz. Nee, da gehören die rein. Ach ja, das haben wir auch noch. Kästchen. Oh. Info. Warte, Auftrag. So, eine Glocke haben wir gefunden und noch eine Tiermarke. Ja, das kriege ich leider nicht raus. Aber wozu brauchen wir jetzt die Glocke? Hm? Statt Flötentöne mal Glöckchen hören? Ich will sie nicht. Okay, hier können wir erstmal nichts machen. Gehe ich hier nochmal rein. Glocke. Vielleicht können wir mit der Glocke dann den Hund anlocken. Aber ich hätte gerne erstmal das Futter, bevor der uns nochmal ins Gesicht springt. Looks like the dog's lost her scent. Too bad I can't get past them. Ach, Hunde gleichzeitig. Oh Gott. Sieht aus, als hätten die Hunde ihre Spur verloren. Schade, dass ich nicht rechtzeitig da sein kann. Ein Nickerchen würde dem lebhaften Vierbeiner bestimmt gut tun. Das glaube ich auch. So, hier haben wir einen kaputten Kescher. Achso, warte. Der soll mal bloß tief schlafen. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Dosenöffner. Das kriege ich noch nicht ab. Nee, es wird noch nichts. Boah, quietsch. Ja, das sieht aus wie Trockenfutter in der Dose. Ach ja, das Schlafmittel. Bitteschön. Boah, der arme Hund. Der wird lange schlafen, aber besser ist es auch. Hier, warte, erst hinstellen. Oh, das ging ja schnell. I have to distract the hunters before they find Margaret. Ja, ich muss die Jäger ablenken, bevor sie Margaret finden. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich ein Déjà-vu. Ja, sehr merkwürdig. So, die Wurzel müssen wir durchschneiden. Vorne ist die Säge. Hier mein Eichhörnchen. Möchte bestimmt eine Nuss haben. Oh, ist das süß. Na, du putziges Kerlchen, hast du etwa Hunger? Ach so, nee, du buddelst nur zum Spaß. Na gut. Aha. Wir hängen das dem Eichhörnchen um den Hals. So, was haben wir denn bekommen? Wolfsemblemhälfte. Da brauchen wir aber noch eine, sonst kriege ich den Schrank nicht auf. Hier fehlt uns noch die Säge zum Griff. Kann ich das schon mal reinmachen? Ja. Kann ich das schon mal aufmachen? Nein. Okay.
Wir haben ja auch die Karte. Hier sind wir ja gestartet. Da ist nichts mehr zu tun. So, hier am Pavillon ist was zu machen. Und wo kommen wir hier hin? Ist das das Lagerfeuer, wo die jungen Männer sitzen? Ah ja, den müssen wir noch durchschneiden. So, was können wir denn hier überhaupt anstellen? Oh. Wolfsmarke finden. Ist schon mal gut. Und die kam ja vorne ins Tor rein. So, was müssen wir denn machen? Ach was. Mal den da unten. Oh. Da kommt Schlappohr hin. Toll. Da sind sie wieder, meine drei kleinen Probleme. Ich habe doch das logische Denken nicht so. Und da unten. Oh ne, es hat gut geklappt. Sehr schön, haben wir die zweite Hälfte. Können wir erstmal in den Schrank gucken. Toll, Türgriff. Toll. Ja, man soll sich auch über Kleinigkeiten freuen. Oh, ein Wimmelbild. Hier haben wir noch ein Kästchen. Und schon wieder eine dicke Wurzel. Und gut, dass wir bald eine Säge bekommen. Ich will erstmal das Wimmelbild machen. Wir brauchen 11-mal Nüsse. Okay. Eine. So, eine brauchen wir noch. Da ist sie schon. Mal die Laterne mitnehmen? Nee. Also weiter gucken können wir hier nicht, außer dass wir die Wurzel noch entfernen können. Das Seil ist zu dick, ja, ich glaube auch. Das arme Eichhörnchen, wenn es mit dem Seil um Hals wie ein Gehängt da rumläuft. Na, sie sind aber auch nicht gerade die Schlausten. Arme Margaret. Oh, I knew you'd find me. Please help me. I can't get out. Try to sit quietly while I find a way to get you out. Please, hurry. Ja, aber du weißt doch, wie das so ist in Wimmelbildern. Da kann man sich nicht beeilen, weil man es gar nicht in der Hand hat. Und ich muss dir leider was sagen. Wir können es erst in der nächsten Folge tun. Es tut mir so leid. Aber ja, an dieser Stelle werde ich mich verabschieden. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.